Hallo, Clary. Hallöchen. Hi, wo sind wir da gelandet? Das muss eine alte Fabrik gewesen sein, beziehungsweise ein Teil davon. Stahl- und Kranbau. Mal gucken wir mal da oben. Der Ventilator, der dreht sich noch. Oh nein, ist das vielleicht ein Geist, der das dreht? Er bewegt sich wie von Geisterhand. Oh je, finden wir raus. Und da oben liegt einfach mal so eine Matratze oder so eine Liege. Da liegt eine Liege, Leute. Mysteriös hier. Was macht die Liege da oben? Mal schauen, was wir noch alles entdecken. Ah, der Ort ist zumindest recht spannend, Leute. Als Lost Place, sagen wir jetzt mal. Ja, halt immer darauf achten, wo man hintritt. Sagt die Richtige. Ein kleines Stübel. Da geht die Fahrt hier ab, das sag ich euch. Da war bestimmt die Büros drin für die Verladeschalen, oder? Aber da der Kran, der ist doch bestimmt lustig. Komm, ich geh da oben rauf, dann machst du ein Foto. Ja, das ist schön da unten. Das ist alles so marode hier. Ah, guck mal, Leute, optisch jetzt mit der Sonne, ist das echt krass hier. Haben wir einen schönen Tag erwischt. Dieser Kran hier, der ist so mal sexy, ey. Ist ja mal. Guck hier an. Kannst du da so drüber sitzen? Ein ganzes Ding geht an den. Deswegen habe ich ja gesagt, ich will da hochklettern. Aber die Leiter ist nicht mehr da. Guck mal, die ganzen Stufen sind weg. Ja, alles weg. Waren die aus Kupfer oder was? Haben sie die alle abmontiert? Hinten noch Schaltkästen oder Sicherungen oder whatever. Ja. Boah, Hilfe. Das waren die Schaltkästen. Da steht doch noch was. Anlage, irgendwas. Stillgelegte Anlage. Am 11.07.85. Boah. Das ist aber schon lange, Alter. Guck mal, 7,5 Tonnen kann er jetzt tragen. Und der ist von 57. 8.12. Oder so. Ah, das sind nur Schaltkästen und so. Hier ist. Ja, da habe ich jetzt. Ich will im Dunkeln gehe ich da auch nicht. Es scheinen auch nur noch Schaltkäste und vielleicht sagen auch ein Klo oder so. Das Ding kann fast die Minuten durch. Und das hier war wohl wahrscheinlich das Büro. Oder? Hey, I think you are cute. Steht da. Ja, hier saßen die Vorarbeiter oder die Chefs. Haben das beobachtet. Ja, der Kran, was habe ich gerade gesagt, von 58. Und 85 stillgelegt. Verstehe ich gar nicht. 85 war doch noch so deutsche Wirtschaftsjahre. So. Dann ging doch erst so 95 richtig bergab. Naja, man weiß es nicht. Ach, guck mal hier oben, das ist. Da hängt auch noch die ganze Mechanik. Deswegen kann man gar nicht alles filmen. Da müsste man auch das Dach filmen, alles. Das ist hier. Also für
Leute, die so Fabriken so stillgelegte mögen, ist halt echt... Ja, Lost Places halt, ne? Ja. Auch für Fotos. Jetzt mit der Sonne kannst du bestimmt noch ein paar geile Lichteffekte holen. So wie hier. Das ist schon der nächste Lost Place. Guck mal, da geht's in den Keller. Der, willst du in den Keller? Nee, nee. Ist schon Kopf hoch. Es wird schon weitergehen. Steht da. Gucken. Ist das irgendwie zoomen? Ach, wir haben so geiles Wetter. So mal drinnen, draußen, hier oder was? Ich weiß es nicht. Nazi-Zone steht da. Lol. Darunter Anarchie. So, ich stelle mich erstmal vor. Mein Name ist Clarissa. Wir sind heute hierher gekommen, weil wir eventuell mit euch kommunizieren möchten, um etwas über die Geschichte dieses Gebäudes zu erfahren. Ist denn jetzt irgendeiner hier, der uns hören kann? Ich stelle mich jetzt erstmal vor, ich bin die Clarissa. Ich bin der Mike. Wir sind heute hergekommen, um mit euch Kontakt aufzunehmen. Eventuell könnt ihr uns erzählen, was hier mit diesem Gebäude geschehen ist. Ist denn hier irgendjemand, der uns jetzt hören oder sehen kann? Unten. Also. Gerade passiert. Also war gerade jemand hier. Jetzt doch. Ist hier vielleicht einer gestorben bei der Arbeit? Oder hat hier einen Unfall? Laut. Ist jemand von der anderen Seite hier? 600.000. Ich war da in so einem. Wo warst du? Stille. Geh mal weiter. Nicht so nah an die Scheißkuppel, Alter! Weißt du, ich laufe hier schon über den Krüppelkack. Könnt ihr uns denn vielleicht einen Namen nennen? Da. Also wenn jetzt hier irgendjemand stehen sollte, kannst du dich irgendwie bemerkbar machen? Klopfen oder kannst noch irgendetwas werfen. Nur bitte nicht auf uns. Irgendein Geräusch machen. Hier. Für uns ist das dann eine Hilfe. Wir können dann ungefähr, wir wissen dann ungefähr, wo du bist. Guck mal, hier ist sogar noch ein Feuerwehrschlauch, sehe ich gerade erst. War hier denn ja ein Feuer oder ein Brand? Wie furchtbar. Warst du da irgendwie beteiligt an diesem Brand? No. Aber du hast gelöscht oder geholfen, das Feuer zu bekämpfen. Nicht? Ist denn vielleicht jemand hier, der mit uns reden möchte? Ja.
Man hört viel Radio. Es ist, ist ja auch so, wir können ja auch nicht jedes Mal... Nee, das ist nicht. Wir können nicht immer irgendwie... Wir haben ja nicht immer Geister in jedem, an jedem Ort. Gesprochen. Man kann es halt immer nur wieder versuchen. Ne? Egal, wo man kommt. Aber wie gesagt, steuern kann halt keiner von uns. Ja. Vielleicht war hier, ist auch nur eine Arbeitshalle, vielleicht ist hier auch wirklich nie was passiert, also kein Unfall, kein Tod oder so, ja. Dass hier wirklich nur gearbeitet wurde. Aber es ist auch ein interessanter Beweis, dass man mal keine Geister hat in so Orten. Weil viele sagen ja, ihr habt immer Geister drin und ständig. Da würde ich sagen, laufen wir noch ein bisschen draußen, filmen wir noch ein bisschen. Da waren ja noch mehr Lost Places, ne? Da war ja noch eine Halle irgendwo und da hast du nicht gesehen. Ja, Leute, tut uns leid, wir hatten eigentlich eine andere Location geplant, die war aber zu. Und auf dem Weg hierhin haben wir halt hier gefunden. Ja. So Leute, das ist draußen. Und ihr seht, da hinten ist dann praktisch wieder der nächste Lost Place. Aber es ist auch nur eine Werkhalle, wie es aussieht. Also da wird... Und da ist auch noch ein Riesen, Lost Place. Da wollten wir eigentlich erst rein, aber da ist alles zu. Zu gemauert, zu gekettet, zu geschweißt. Und wir dachten, dass wir, wenn wir hier von hinten kommen, dass wir da von hinten irgendwie reinkommen. Aber da ist auch alles dicht, was wir gesehen haben. Und da haben wir halt den hier gesehen und den anderen Lost Place. Und da haben wir uns jetzt für den hier entschieden. Da kommen wir ja gerade raus. Wer nicht an Wunder glaubt, ist Realist. Und wir dachten, wir machen dann hier ein Video. Ich meine, Lost Place ist es ja. Wir sind in Dortmund. Für die Leute, die es interessiert, ich meine, das ist ja nicht schwer zu finden hier, die Sachen. Schöne Fotos bei schönem Wetter. Geister eher schlecht, wenn ihr da auf Geisterjagen aus seid. Außer ihr kommt vielleicht in das Gebäude, wo wir ganz am Anfang rein wollten. Da liegt auch noch so ein... Schlafplatz von den Obdachlosen mit seinem Bettchen. Also da steht so eine ausgerollte Matratze mit Schlafdecke und so. Der war aber leider nicht da. Sonst hätte ich den fragen können, ob der einen Eingang hin. Ja, jetzt dachten wir, wir kommen irgendwie von hinten daran, aber war wohl nix. Es ist im Moment wirklich schwierig, überhaupt irgendwas zu finden. Es machen ja viele das Hobby, ne? Und vieles ist auch, viele benehmen sich nicht, schreien rum, machen ein paar Lava, zünden an oder whatever. Ständig werden irgendwelche Lost Places angezündet, warum man auch immer sowas tun muss. Und dann ist natürlich schnell, die auch wieder schnell zu sind. Ja. Ne? Desto weniger für uns. Gibt ja auch diese Leute, diese ganz speziellen Leute, die halt Fotos machen und dann wollen dann kein anderer diese Fotos machen. Also da ist auf jeden Fall los, da sieht man, weil da oben ist auch Graffiti an den Fenstern, die Fenster sind kaputt und auf. Tja. Aber wir haben euch ja nur so ein bisschen gezeigt. Wir werden vielleicht auch noch ein bisschen filmen, damit wir irgendwie so auf 10 Minuten kommen. Damit wir wenigstens den Sprit, ein paar Euro für den Sprit wieder haben. Ich wollte jetzt wieder die Leute sagen, macht ja nur für Kohle, zieht ihr das auf 10 Minuten. Ja Leute, wir müssen auch nach Dortmund fahren. Und das kostet uns 20 Euro hin und zurück. Und da beteiligt sich auch keiner. Dann würden wir wenigstens ein paar Cent von den, ich meine die Werbeeinnahmen, das ist ja so gering. Wenn wir ein paar Cent wiederbekommen, dann haben wir wenigstens Sprit für den nächsten Mann. Ja, ist so. Ich meine, wir geben denen ja auch Werbung. Ist ja nicht so, dass wir denen nichts geben. Wir geben denen ja. Wie gesagt, wir versuchen da reinzukommen. Aber wenn da zu ist, was sollen wir machen? Ja? Was soll ich machen? Also da ist wirklich zu. Also da ist auch nicht zu genagelt. Da ist richtig zugeschwollen. Und ja, wie gesagt, wenn wir da ein paar Cent rauskriegen. Ich meine, das ist für euch ja shit egal. Ihr müsst da nur so eine Werbung mal 5 Sekunden wegklicken. Und wir kriegen dann da 1 Cent für oder whatever. Was weiß ich, 20 Cent oder... Und dann können wir wieder neue Location anfahren, die vielleicht dann wieder zu sind oder auf sind. Und mein Gott, tut ja keinen jetzt verletzen. Also regt euch nicht auf.
Ja, ich meine, bei den Spritpreisen, ich meine, die Spritpreise sind ja auch nicht wie früher bei 1 Mark 10 oder so ein Liter. Die sind bei 4 D-Mark. 2 Euro ein Liter. Ja, so. Ansonsten hier ist eigentlich auch eine schöne Anlage. So. Also zum, hier könnte man eigentlich gut so ein Spazier zum Spazierengehen machen. Ein bisschen Industriekultur und so. Für Hunde und so auch. Können die mal was rennen. Ja, da hinten ist auch auf, aber sieht für mich genauso aus wie eine, so eine Verarbeitungshalle vielleicht von irgendwas. Guck mal hier. Haben wir noch ein paar Eindrücke. Ist auch vielleicht mal ganz gut, wenn die mal wissen, wie weit wir laufen müssen für so ein Lost Place, ne? Weil die sehen immer nur ein Video und wie wir anmachen und ausmachen. Och, da sind Welten zwischen, Leute. Welten. Und nicht wie wir da hinlaufen und wieder zurück. Aber wir gesagt, warum stöhnt der wieder so? Beim Atem. Ja, weil ich vorher irgendwie 5 Kilometer zum Lost Place laufen musste, das ist natürlich nicht. Ja, hier sind auch Löcher, ihr müsst ja aufpassen, Leute. Wenn ihr mal nachts irgendwie hier seid. Achten, ohne Ende Löcher. Weil, ja. Und ich bin einmal, bin ich mal so ein Gulli-Deckel, da war so ein Gulli offen. Also der Deckel war halt offen vom Gulli. Und wir sind da mal nachts irgendwie in so ein Lost Place, da bin ich da reingefallen. Und diese hier, die sind auch sehr gefährlich. Die sind überall hängen hier. Ja, so Stahlstreben. Ruckzuck, wenn man stolpert, ist vorbei. Also ich bin früher mal in so einen Kanal reingefallen, weißt du das noch? Und ich sag so, hier, die Kamera, scheiß auf mich. Oh. Nimm die Kamera. Wir wollten erstmal die Kamera retten, ja. Dann ihn. Du bist der. Also. Filmmaterial für Fans muss immer erste Stelle sein. Ja, jetzt sind wir auch schon beinahe da, aber sollen wir da jetzt echt hin? Vielleicht für Fotos oder was? Hast du Zeit? Ich hab Zeit. Pass auf, Leute, dann gucken wir uns die jetzt auch noch an, dann haben wir hier alles erledigt. Ich mache noch mal eben Pause und dann laufen wir eben dahin, komm. Der einsame Wagen da hinten. Da sind wir ja. So schnell ging das. Zeitsprung. Guck mal, da ist, wie heißt der denn nochmal? Bugs Bunny. Ja, Wind ist ja auch ein bisschen. Hab da vielleicht jetzt ein bisschen drüben. Bitte Kommentar. Schreiben, tun ist wieder mal schlecht. Oh, da ist Bugs Bunny. Mit Cappy. Was ist denn das da oben, ey? Kann man da laufen? Ah, wie ich gesagt habe, noch eine Lagerhalle oder so. Ne? Ja, ich stehe hier überall verteilt. Aber wie gesagt, mit Geistern, das lohnt sich für mich. Nee. Ich würde jetzt auch kein Geisterradio hier mehr machen. Guck mal, wir könnten jetzt sogar 2 Videos machen. Einen da hinten, einen hier. Und guck mal, wir packen halt alle in einem Video. Wir sind nicht ganz so fertig wegen Klicks. Ja, auch Kupferdiebe. Ganz Kabel. Also da ist eine Treppe, man kann da irgendwie hoch. Aber irgendwie ist da auch Wasser. So eine vorne der Zeile. Aber es hat doch gar nicht geregnet. Wo kommt das Wasser her, Mann? Ist da oben irgendwie so ein, ist da oben ein Waschbecken oder eine Wanne oder was? Sehr strange. Finden wir es raus oder wie war es? Oh, hier Fotos kann man richtig geil machen. Das ist richtig nice. Das ist schon so ein Pennerfass. Guck mal, so eine Tonne, eine Feuertonne. Ja. Entschuldigung, Obdachlosenfass. Ah, wir sind im Pott. Pottis reden so. Hinten sind so Crates wie von Duke Nukem oder irgend so ein Doom oder Holzkisten. Guck mal, da kannst du ein schönes Foto machen, finde ich.
Kackstift. Warte, bleib mal stehen. Ja, ein bisschen ja. Ne? Jetzt komm mal hier, mach mal hier. Stell dich mal so. Oh Leute. Hält das mich noch? Klar. Da ist das Wasser. Was ist denn jetzt Clary? Wo ist sie denn jetzt? Hallo, hallo. Hallo? Da unten. Hallo. Wink mal. Hier ist nichts, Mann. Hier ist einfach nur Beton. Ja, Leute, haben wir ein bisschen Ruhrgebiet, Industrie, Ruinen, Video. Das klär ich. Boah, Staub. So Leute, das war wieder eine Folge Horror Lost Places. Diesmal mehr Lost Places als Horror, aber wir können das ja auch nicht bestimmen. Wie gesagt, wir haben ja erklärt im Video, warum wir jetzt hier gefilmt haben und nicht da gefilmt haben, wo wir eigentlich wollten. Wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne unter dem Video kann man so eine Donation irgendwie machen. Ist für Benzin und so weiter, für Kosten. Ja. So, ansonsten wünsche ich euch, hat das Video gefallen. Und ja, wir hatten halt heute mal einen schönen Tag bei so schönem Wetter. Ich hoffe, ihr hattet heute auch denselben, da ihr draußen mal gemacht habt, bei dem schönen ersten Sommerwetter in diesem Jahr. Haut rein, bis nächste Woche, Horror Lost Places. Bis dann.